Ich musste heute meine dümmliche Mutter erstmal tackeln. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was diese Familie sich wieder erlaubt hat. Sich selbst gönnen die so eine geile Mische und ich muss meine eklige Tablette fressen. Das ist so dreist und absolut unverschämt. Naja, okay, nicht alles davon. Während Opa gegrillt hat, ist meine Tante mit mir spazieren gegangen. Das rechne ich ihr hoch an, da meine nutzlosen Eltern gerade mit der Klimaanlage im Wohnmobil beschäftigt waren. Als Mutter dann zurückkam, hat sie gesehen, dass Opa jetzt mit mir spazieren geht und neben mir saß eine Hummel. Ich habe sie nicht gemerkt. Als ich es gemerkt habe, habe ich mich erschreckt und bin weggelaufen. Aber dann hat Mutter gesehen, dass die Hummel zu schwach ist zum Fliegen und hat hier ein bisschen Honigwasser hingestellt. Die Hummel hat sich sehr darüber gefreut, erstmal ein Twerk hingelegt und ist dann weggeflogen. Und dann, während sich diese Familie ein reichhaltiges Frühstück gegönnt hat, musste ich in die Waschmaschine klettern. Dann kommt Mutter rein, fragt mich allen Ernstes, was ich in der Waschmaschine zu suchen habe. Also musste ich hier erstmal erklären, dass diese Geringverdiener sich ja keinen Pool leisten können und ich mich jetzt in dieser Waschmaschine abkühlen muss. Mutter hat dann gesagt, Waschmaschine ist zu gefährlich, ich soll da rausklettern. Aber was soll ich denn machen? Es ist heiß draußen. Apollo kriegt wenigstens ein Erfrischungsgetränk angeboten, auch wenn es eklig ist. Und ich darf nicht mal 10-mal am Tag rausgehen. Diese Familie kann so froh sein, dass ich sie noch nicht abgemurkst habe.